Deutschland, was geht. Also Thomas, ich glaube... Ab nach Italien. Ich glaube, Leute, wir fahren wirklich nach Italien. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr für Tipps habt, wo es hingehen soll. Es soll so ein bisschen im Norden bleiben. Wir wollen so ein bisschen, ja, ruhige Gegend. Wir wollen wenig fahren und viel Sonne. Wenig fahren und viel Sonne. Also her mit den Tipps. Kurzes Lebenszeichen von uns. Wir sind immer noch unterwegs und wir lassen es ganz ruhig angehen. Wir sind jetzt hier im Raum Stuttgart, haben hier gerade noch eine kurze Pause gemacht, haben was zu essen gemacht, sind mit dem Hund spazieren gegangen und haben uns mal wieder aufgeregt. Ja. Unsere Pumpe scheint kaputt zu sein und die macht ganz, ganz komische Geräusche. Und ja, wir hoffen einfach, dass wenn wir jetzt weiterfahren, die nicht irgendwo nachher den Geist ausgibt. Warum kann man nicht einfach Teile bauen, die nicht kaputt gehen? Das ist doch echt... Wir haben... Es ist immer irgendwas. Man kann doch nicht alles auf Ersatz mitnehmen. Und eine Wasserpumpe. Jetzt macht die Wasserpumpe Probleme. Ich kann es nicht mehr verstehen. Und da könnt ihr nicht sagen, wir sind grobmotorisch oder gehen schlecht mit den Dingern um. Weil die Wasserpumpe können wir nicht beeinflussen. Da gehen wir jetzt nicht mal dran. Jetzt sagt nicht, wir haben falsches Wasser eingefüllt. Thomas, sind wir jetzt wieder startklar? Leuchtet die Lampe grün? Ja. Thomas ist beruhigt. Wir haben neues Gas. Ja, nur wo Thomas noch nicht beruhigt ist, ist hier. Achso, ist aus. Warte mal. Die Wasserpumpe, die macht ganz komische Geräusche. Ich muss eher mal Hände waschen. Vor der österreichischen Grenze. Wir wollen über den Brenner nach Italien fahren. Bist du bereit, Thomas? Ich habe die ganze Zeit Kopfkino. Ich glaube, ich muss mir mal eine Auszeit einlegen, aber es ist technisch und wir wollen einfach wegfahren. Weil so langsam nach 2 Tagen kriege ich wieder ein bisschen Ruhe. Im Drin. Überall. Deswegen diesen Urlaub lassen wir es ganz entspannt angehen. Gar keinen Stress. Wir haben jetzt bis hier unten hin fast 2 Tage gebraucht, aber es tut mal ganz gut, ohne Stress loszufahren, ganz entspannt. Ja, heute Nacht standen wir auch auf einem recht günstigen Stellplatz, 5 Euro die Nacht hat der gekostet, zur Überbrückung, genau perfekt. Und jetzt geht es noch weiter, wir haben noch ungefähr 200 Kilometer zu fahren und dann kommen wir in Italien an. Und wir hoffen mal, dass der Stellplatz, den wir uns ausgesucht haben, frei ist. Wir kommen in den Schnee. Ja, der Schnee. Ja. Vorher war gerade noch kein Schnee. Hier fängt jetzt an, der Schnee. Ja, wir fahren den weg. Wir fahren einmal durch den Schnee und dann... Einmal vom Winter in die Sonne. Vom Winter in die Sonne. Wir nähern uns der österreichischen Grenze. Wir haben ja gesagt, wir wollen nach Italien fahren, aber wir lassen es ganz ruhig angehen. Jetzt kommen wir hier gerade in den Schnee. Wir hoffen natürlich, wir fahren durch den Schnee und dann kommt die Sonne. Also drückt uns die Daumen und wir hoffen, dass wir ja, nicht auf die Nase fallen. Wir fahren über den Brenner nach Italien, haben uns da schon ein Ziel ausgesucht. Wir hoffen natürlich, dass der Platz noch freie Plätze hat. Ansonsten ja, wird die Fahrt weitergehen, Thomas. Wir hoffen mal, dass die Fahrt nicht so wird, dass wir nur rumfahren. Aber wir sind guter Dinge. Wir haben von euch ganz, ganz viele Tipps bekommen, auch bei Instagram. Erstmal Daumen hoch dafür, dass ihr so eine fleißige Community seid. Und ich denke mal, mit euren Tipps werden wir auf jeden Fall den richtigen Stellplatz für uns finden. Getankt, oder? 15 Liter? Ja, hier ist 2,01 Euro. Wir müssen ja sparen. Die Teile sind sonst 1,70 was. Gut, das ist super. Hauptsache, wir kommen über die Grenze. 15 Liter, 30 Euro, ne? Es regnet. Und was machst du hier? Oder es schneit? Geh schnell wieder rein. Wir haben gerade getankt. Für 30 Euro, 15 Liter. Und haben weniger getankt, weil wir jetzt nochmal zur Tankstelle gefahren sind. 5 Kilometer weiter und jetzt einfach nochmal wieder voll tanken. Und hier stehen ein paar mehr, die tanken wollen. Auf jeden Fall ist Benzinpreis. Dieselpreis 1,84. Den tanken wir doch nochmal voll. Dann hat sich das ja gelohnt. Einmal 30 Euro. Oh, hier. Ja. Ach, man darf. So, wir hören jetzt auf, uns über Diesel zu ärgern. Wir machen ja Urlaub. Genau, Vignette brauchen wir auch noch. Genau, das ist eigentlich der Hauptgrund. Wir halten hier an wegen der Vignette. Und das Tanken ist jetzt so ein Nebeneffekt. Genau. Genau so. Und nicht anders. Wir sind jetzt mal eben hier kurz an einem kleinen Parkplatz angehalten und boah, es ist extrem dreckig hier. Die Mülltonne da vorne, so wahnsinnig voll und einfach mal hier alles hingeschmissen.
Im Wald ist auch alles. Thomas geht erstmal eben hier mit Moki kurz spazieren. Versucht es, dass er sich einmal lösen kann. Und ja, wir fahren dann auch sofort weiter. Ihr glaubt es nicht. Wir warten hier die ganze Zeit. Ich halte die Kamera in der Hand und wir fragen uns die ganze Zeit, wo der Brennerpass kommt. Und bis wir erstmal gemerkt haben, wir fahren eine ganz andere Strecke, als wir das Navi gerade mal ein bisschen größer gemacht haben. Also, wir sind kurz vor Italien. Die Sonne scheint schon. Die Temperatur geht hoch. Und ja, wir brauchen. Ja. Wenn das so weitergeht mit der Sonne, gleich Sonnencreme. Naja, nicht ganz. Aber die Sonne kommt. Und Italien kommt auch. Und vielleicht sieht das auch draußen einfach nur so aus und es liegt ja nur 13, die wir so dann aus dem Gerät haben. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Gerade die Abendrunde mit Moki. Erholungsurlaub haben wir gesagt. Wir fahren nicht weit, haben wir gesagt. Sprit ist zu teuer, haben wir gesagt. Wir bleiben bei uns in der Ecke, haben wir gesagt. Wein gibt es auch hier. Allerdings liegen wir jetzt in Italien und nicht an der Mosel. Sitzen. Aber da gibt es Wein. Und den gehen wir morgen suchen. Wie ist die Lage? Beängstigend. Also es ist wirklich beängstigend. Ich finde das gerade so, also ich komme gerade innerlich in so eine Ruhe rein. Hier ist nichts, hier scheint die Sonne, aber hier ist einfach nichts Besonderes, keine Menschen und es beruhigt einfach total. Entweder wird man alt oder man hat einen zu stressigen Alltag, aber es ist gerade so angenehm herrlich. Ich glaube, ich könnte hier noch Stunden sitzen bleiben und einfach gar nichts tun. Und Mukti, dir gefällt's auch, ne? Du weißt schon, dass ich hier auch noch sitze? Wenn Thomas dann gleich dann mal fertig ist mit dem Sitzen und Entspannen. Ich meditiere gerade. Ja, dann mach das mal. Und das unbewusst. Auf jeden Fall, wenn wir hier gleich fertig sind und er auch ein bisschen weiter getüdelt hat, dann wollen wir mal hier zum Schloss Katzenzungen. Da geht es nämlich hier einen Weg runter. Da unten scheint irgendwo ein Wasserfall zu sein. Es plätschert. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Und der Weg führt dann irgendwo da hinten weiter. Und mal gucken, ob das Schloss Katzenzunge ist. Oder das. Das sieht mir erst nach einer Kirche aus. Ja, wir sind gespannt. Und da geht es gleich erstmal runter. Kein Privatweg, oder? Eigentlich nicht. Ich hatte aber auch ein Schild. Thank you.
Wir sind hier in Tiessens auf einem Campingplatz. Und ja, die Gegend ist ja bekannt für Wein und Apfelsaft. Und was brauchen wir jetzt? Wein. Und den wollen wir uns jetzt kaufen. Grinst du denn so? Ich ärgere mich die ganze Zeit und denke mir, Mann, warum habe ich keine kurze Hose eingepackt, weil das so ein super geiles Wetter ist, bis es irgendwann mal Klick gemacht hat. Ich kann die Beine hier abtrennen. Also ich kann aus dieser Hose hier eine kurze Hose machen. Und ich ärgere mich schon die ganze Zeit. Ab und zu ist man doch echt blöd. Was hast du, Sonnenbrand? Ja, ich glaube du aber auch, du bist auch knallrot. Ist einfach zu viel Sonne für uns. Wir haben in Tiessens haben wir gesagt, wo wollen wir hinfahren? Und dann haben wir diese Hütte hier, die Seiser Alm gefunden. Und da sollte es nur 21 Grad statt 25 Grad werden. Und ich glaube heute sind es 19 Grad und die Sonne brennt. Es ist Wahnsinn. Nur wir müssen uns eincremen. Und wir hätten eine Badehose bald einpacken können. Eine Sonnencreme habe ich mit, die Badehose habe ich nicht eingepackt. Wir haben aber auch noch nicht die Bikini-Bottom-Figur. Das stimmt. Wir sind jetzt gerade hier so gefühlt 100 Meter gelaufen. Wir sind jetzt schon kaputt. Thomas. Wir müssen noch ein bisschen trainieren. Südtiroler Weißburgunder. Mal gucken, wie der schmeckt. Wir haben uns übrigens gestern in Tiessens noch einen Wein gekauft und ja, den konnten wir leider nicht aufmachen, weil wir keinen Weinöffner haben. Ja, aber jetzt haben wir einen. Wir haben hier gerade einen gekauft und jetzt trinken wir den Wein, den wir schon vor 2 Tagen eigentlich trinken wollten. Bitte, wie hindurch das Ding so eine Decke haben. Die Weintrinker unter euch würden jetzt wahrscheinlich sagen, meine Güte, was habt ihr für einen dicken Kelch? Normalerweise gehört der Aperol Spritz rein, aber ja, Glas ist Glas, Hauptsache der Wein schmeckt. Thomas sagt, er ist wie... Genau den meinte ich letztes Mal. Der von 0 auf 300 explodiert und alle den nur cool finden, weil der immer so ausrastet, aber eigentlich überhaupt nicht ernst genommen wird. Das ist schon schlimm, dass ich mich mit so einem vergleichen muss. Da ist er, da war er. Warte, da ist er. Das genau ist Thomas. Der. Thomas 2. Mugli, wer ist da? Da ist er. Mugli, hast du den gesehen? Ja. Wo ist er? Das ist er gar nicht. Nee, der jetzt nicht. Oh, der Detlef ist aber ein bisschen schmaler als ich. Ich dachte mal, der wäre dick. Oder bin ich mittlerweile einfach so dick? Das ist der Detlef. Der Detlef ist auch sonst unser Ziegenbart. Und seine Dogge Kai-Uwe. Jetzt haben wir ihn. Ist das. Der ist das. Thomas, so rastest du mal aus wie der. Ich hasse überhaupt nicht aus. Thomas Uwe. Thomas Dieter. Das ist die Dogge. Wie du sagst, so Mogi, bald Papa. Wir sind unterwegs in den Bergen. Wir wollen jetzt hoch zu Seiser Alm. Die Gondel ist heute leider nicht in Betrieb. Dementsprechend müssen wir laufen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Gut für die Funde. Gut für die Funde. Google Maps sagt allerdings, wir müssen in eine ganz andere Richtung gehen. Aber laut Luftlinie ist das richtig. Mal gucken, ob die Wege überhaupt dahin führen oder wo wir landen. Wir gehen jetzt einfach den Weg hier weiter hoch und mal gucken, ob wir da irgendwo einkehren können. Leckeres Essen, dann wieder zurück und dann haben wir, glaube ich, den Tagessoll für heute auch erfüllt. Der Hund, der hat wieder was gefunden. Was hat er wieder gefunden? Ein Stock. Dann lass uns mal da hoch. Der Hund, der hat irgendwie den ganzen Tag irgendwo was im Blick.
Vorhin hat er irgendwo ein Eichhörnchen gesehen und ist total wild geworden. Mowgli. Du meinst, dass der sich freut, dass er jetzt jeden Tag mit uns wandern darf? Mowgli, freust du dich? Hast du da schon wieder irgendwas gesehen? So wird's hier entdecken hier, ne? Dann, Attacke. Oh, oh. Wir sind am Wandern und sind hier gerade bei einer Burgruine. Haben hier auch ein paar Fotos gemacht. An die wollen wir hoch zur Seiser Alm, aber die Seilbahn ist aktuell im Nicht-Fahrmodus, Reparaturmodus. Und dementsprechend sind wir zu Fuß unterwegs. Aber man kann da wohl mit dem Auto hochfahren. Da müssen wir uns Sachen mal informieren und dann mal schauen, ob wir da mit dem Wohnmobil hochfahren können. Und das wollen wir dann morgen in Angriff nehmen. Ja, sag ruhig, dass wir die falsche Abzweigung genommen haben. Psst. Und jetzt nicht auf der Seite eingelandet sind, sondern in einer Burgruine. Das sollte er eigentlich nicht verraten. Ja, wir sind den falschen Weg gegangen. Google Maps hat gesagt, wir müssen da hinten ins Dorf und dann da durch und dann da hinten lang. Das wären irgendwie 11 Kilometer gewesen. Und wir haben gesagt, ach, wir gehen hier einfach durch, da geht das auch wohl hin. Ja, da war noch so ein anderer Mann mit uns, der denselben Weg gehen wollte. Ja, der ist uns vorhin wieder entgegengekommen, weil er wieder umgedreht ist. Und er geht jetzt nochmal die 11 Kilometer lang. Aber das machen wir dann morgen. Oder Thomas? Okay. Wir sind hier auf dem Oswald von Wolkensteinweg. Ich habe hier gerade ein Pferd gefunden. Thomas? Das hält mich nicht. Kannst du den Hund da bitte einmal draufsetzen? Ich will einmal Fotos von Mowgli machen. Moment, ich bin hier gerade bei Marco Polo angekommen. Du liest dir mal Schilder durch. Ja. Der kommt da hoch. Mowgli, komm hier. Mowgli ist ein Fotomodel, der kann das. Mowgli, komm, hopp aufs Pferd. Komm. Siehste, bleib. Sitz. Oh, nein. Mowgli, aufs Pferdchen. So. Und sitz. Oh, super. Komm mal den Kopf durch. Jetzt muss ich nicht. Ich glaube, ich bin breiter wie das Schild. Thomas. Das gefällt dir da, ne? Was hast du vor? Das ist mein Zepter, ich habe nichts anderes gefunden. Jetzt bist du hier der Baumkönig oder was? Mach dich mal wieder lustig. Ja. So, wo du? Und Mensch, komm. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Hier ist eine Riesenschlange mit irgendwelchen, keine Ahnung was, für Raupen. Thomas hat eine neue Idee. Er möchte jetzt Pizza backen. Er hat was gefunden. Wie das Ganze funktioniert, das bitte euch gleich zeigen. Ich bin gespannt. Ich auch. Salami oder Mozzarella? Das ist Mozzarella. Das ist Salami, das ist Mozzarella. Nee, Salami. Also in Neef gab es einen Weinautomat, hier gibt es einen Pizzaautomat. Und wer steht total auf Automaten? Muss erstmal getestet werden. Pizza backen. Und? Geht schon los? Ich habe keine Ahnung. Bist du schon am Backen? Thomas. Ich hoffe, ich habe kein Wechselgeld wieder. Alles, was zu viel reinkommt, ist Trinkgeld wahrscheinlich. Wer weiß.
Und? Wenn jetzt mal wüsste, was passiert. Ach hier, da läuft sogar die Zeit runter. Wie lange dauert es? 3 Minuten? 3 Minuten. Dann hast du dann eine Pizza gebacken. Ja. Einer fragt, wie das so funktioniert. Ich habe gesagt, dahinter sitzt ein Italiener, der die ganze Zeit schneller Pizza. Ich habe das gar nicht gefragt. 36 Sekunden. Ich muss aber schnell den Teig drehen. Ich glaube, der hat das Feuer schon an. 5, 4, 2, 1 und? Da fährt was hoch. Wie geil im Karton. Thomas und seine Pizza. Ich glaube aber, die Italiener. Ja, aber schauen wir mal. Wir machen erstmal den Geschmackstest. So schnell kommt man am Pizza. Oh. Vorsichtig, nicht, dass dir die wegfällt. Ist er noch warm? Ist sogar geschnitten, beziehungsweise angeschnitten. Hier, guck mal. Muckli. So, Johanna, du warst zu geizig. Muckli, weg! Allerdings musst du dir immer vor Augen halten. Karnevalpizza ist teurer. Hier, ein Stück darfst du auch. Das ist sehr lieb von dir. So sieht's aus. Mutti, du kriegst keine. Du hast schon genug gekriegt. Und? Was sagst du? Schmeckt? Eine Mischung aus Schwamm, Flammkuchen und Pizza. Aber es schmeckt. Also für mal eben aus dem Automaten ziehen, ist das gut. Und der Preis? 5 Euro hätte es auch getan. Ich meine, die wollen ja auch was verdienen. Automat kostet Geld, also alles in Ordnung. Für doch, mal den kann schnellen man machen. Hunger. Wenn man schnell Hunger hat und eine Pizza, der Top. Yummy. Thomas, der letzte Tag hier startet. Ja. Was wollen wir heute noch machen? Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass heute der letzte Tag ist. Guck dir das mal an. Hier ist überall Sonne. Sobald man rausgeht, ist man in der Sonne. Also ich würde sagen, wir machen heute einen schönen Waldspaziergang. Unsere Bäume. Weil sonst verbraten wir komplett. Du siehst auch nicht viel besser aus. Ich habe eine Almhütte gefunden, die hat auf. Wollen wir da hinfahren? Ich hätte total Bock auf einen Schnitzel. Essen geht immer. Essen geht immer. Mogli? Wie sieht's bei dir aus? Der ist müde, der will am liebsten einfach liegen bleiben. Ich glaube, der möchte echt gar nicht los. Was machst du denn jetzt noch? Deine Linse sauber machen, weil du immer noch diese fetten Fettfinger da drauf hast. Oh je. Okay, dann stelle ich die Kamera mal schnell auf und dann machen wir es sauber. Und dann... Das ist ein Linsenbooster. Und dann geht's los. Wir waren gerade oben auf der Alm, auf der Tuffalm, haben da lecker gegessen und jetzt geht's zurück zum Stellplatz. Ihr hört, ich bin ein bisschen erkältet. Wir saßen auch gerade schön im Schatten. War ganz schön kalt. War kalt. Jetzt geht's zurück, dann gehen wir erstmal heiß duschen, dann setzen wir uns vom Wohnmobil und dann lassen wir den letzten Tag hier schön entspannt zu Ende gehen. Kaffee. Kaffee tut auch gut. Ja. Und dann geht's morgen wieder zurück nach Hause, beziehungsweise machen auf jeden Fall nochmal einen Zwischenstopp. Wir sitzen im Wohnmobil und das Wohnmobil bewegt sich. Das heißt, es geht in Richtung Heimat zurück.
Wir haben den Campingplatz verlassen, fahren jetzt zurück nach Deutschland, machen aber auf jeden Fall irgendwo nochmal einen Zwischenstopp. Wir haben schon ein paar Parkplätze rausgesucht, die in Frage kommen würden. Mal gucken, ob wir da was finden, weil es sind ja doch ganz schön viele Leute jetzt unterwegs über die Ostertage. Und wir fahren über den Brenner zurück. Denkst du? Denke ich, hoffe ich. Nee, also normalerweise müsste die Route jetzt hier richtig sein. Ich hoffe, Thomas hat es geprüft. Es geht an Innsbruck vorbei, es müsste richtig sein. Das hast du die Hinfahrt auch gesagt. Und dann plötzlich sind wir über einen anderen Weg gefahren. Da oben ist der Brenner. Wir fahren hier. Naja, wir sind diesmal nah dran. Zwar nicht drauf, aber dran. Ich glaube, das liegt daran, weil da Stau gemeldet ist. Also da oben stehen die LKWs, wir fahren drunter durch und am Brenner dran vorbei. Ja, Thomas? Genau so machen wir das. Guck mal an, wie voll das da hinten ist. Wir tuckeln hier immer noch auf einer Nebenstraße. Ja, eigentlich hätten wir da oben fahren wollen. Eigentlich wollten wir da oben fahren, auf dem Brenner. Ja, und wo fahren wir? Autobahn. Wir fahren auf der Brennerstraße, so wie ich das verstehe. Und da oben ist die Brennerautobahn. Was ich nicht verstehe, ist, warum unser Navi uns nicht auf der Autobahn navigiert. Und du hattest dein Handy noch zusätzlich an. Auch du wurdest, also laut Handybuch, wie hier lang geschickt. Das ist komisch.